Du wirst nächste Woche von meinem Anwalt hören, das macht 1000 Euro. Yeah, ching, ching! Hey, hallo und willkommen bei Devil, deinem YouTube-Date-Doktor. Im Hintergrund habe ich ein neues Kuschelkissen. Es ist grün. Was kann es Tolles? Ich habe schon gesagt, es ist grün. Und wer auch so ein geiles grünes Kuschelkissen haben will, gibt hier einen Daumen nach oben. Yeah. Die heutige Frage kommt von dem Gammler oder Gammler, aber ich würde einfach mal sagen, du bist kein Gammler. Deswegen nennen wir dich Gammler. Hey Devil, ich hoffe, du hast dieses Mal die Zeit, um diese Nachricht mal durchzulesen. Es scheint gar so. Wunderbar. Ich schätze sehr deine Arbeit und des Weiteren erbitte ich dich mal wieder um deinen Rat. Mir ist schon öfter vorgekommen, dass es mit Mädchen zu tun, dass ich mit Mädchen zu tun gehabt habe, die total eifersüchtig waren. Die waren sogar teilweise so eifersüchtig, dass selbst wenn man mal nur kurz ein Mädel angeschaut hat oder mit ihr geredet hat, sie total ausgeflippt ist. Hast du da irgendwie einen Rat für mich? Oder für die anderen YouTuber, wie man mit solchen Frauen und Mädchen umgehen kann oder soll. Danke für deine Antwort. Love, Peace and Rock'n'Roll. Ich hoffe, du hast keine Rechte darauf, oder? Wenn nicht, verklag mich doch. Gambler. Ja, doch, ich habe leider die Rechte darauf und du wirst nächste Woche von meinem Anwalt hören. Das macht 1000 Euro. Yeah, ching, ching. Wieder ein bisschen Geld, was ich in meinen Elfenbeinturm investieren kann. So, zu deiner Frage. Bei solchen eifersüchtigen Menschen kann man nicht viel machen. Wir müssen erstmal uns anschauen, warum fühlt man überhaupt diese Eifersucht? Wie entsteht das Ganze? Das Ganze entsteht, wenn jemand unsicher ist. Unsicher darüber, oh, in dem Fall jetzt aus deiner Perspektive heraus, aus der Perspektive dieser Frau heraus, sie sieht, du redest mit einem anderen Mädel, dann denkt sie nur, oh, vielleicht findet ihr dieses Mädchen interessanter als mich. Vielleicht fängt er was mit dir an. Und dann, ja, verlässt er mich wegen ihr. Also Verlustängste, aber auch Ängste, weil sie ihren eigenen Status nicht einschätzen können, einfach nicht selbstbewusst genug sind, einfach kein starkes Selbstwertgefühl haben, dass sie sagen, so wie ich zum Beispiel, hey, ich bin der Geilste und wenn mich eine Frau verlässt, dann hat sie einfach Schuld gehabt. So, dann ist sie selber schuld und dann hat sie eben nicht erkannt, wie verdammt cool ich bin und dann soll sie ruhig mit diesem Loser abhauen und ihren Spaß haben. Habe ich kein Problem damit. Ganz ehrlich. So, also da muss man auch so ein bisschen seinen eigenen Status kennen. Und dann sollte man auch froh sein, weil, hey, besser zu diesem Zeitpunkt, als wenn man schon 50 Jahre verheiratet ist und 3 Kinder hat oder so. Also dann doch lieber jetzt und dann ist die Sache auch vom Tisch. Dann war sie nicht wirklich die Frau deines Lebens. Denn die Frau deines Lebens, die bleibt bei dir. Die kämpft um dich. Das ist die Frau, die wirklich, ja, seelenverwandt mit dir ist. Und da kann euch nichts auseinanderbringen. So, und so sollten dann auch die Frauen denken. Und man merkt, es hat also ganz viel mit Verlustängsten zu tun, aber auch einfach mit dem eigenen Selbstwertgefühl. So, kannst du jetzt da irgendwas machen? Nein, kannst du nicht. Du kannst dir ja nicht sagen, komm, arbeite an dir und steigere dein Selbstwertgefühl, arbeite an deiner Persönlichkeit. Das kannst du ja natürlich sagen, aber sie wird dann natürlich absolut mit Gegenwehr reagieren. Immer wenn man versucht, Menschen zu helfen, dann reagieren sie ja meistens mit absoluter Anti-Haltung und machen dann das absolute Gegenteil von dem, was man ihnen rät. Von daher bringt das nichts. Man kann sich natürlich kurz zusammensetzen und sagen, du, mich stört es einfach, deine Eifersucht. Und entweder du kriegst das in den Griff und akzeptierst das, dass es auch noch andere Frauen auf diesem Planeten gibt. Denn wie du reagierst, ist verrückt. Ich bin dir treu, ich liebe dich und so weiter. Aber so geht das nicht weiter oder ich muss dich halt verlassen, weil dann geht's einfach nicht. So möchte ich nicht leben. Entweder man sagt dir das so oder aber man lebt mit diesem ganzen Bullshit, ne? Also man muss auf jeden Fall die Konsequenzen ziehen. Man kann sich das nicht die ganze Zeit antun. Also ich kann dir nur sagen, du kannst diese Menschen nicht ändern. Das muss von ihnen selber herauskommen, dass sie an sich arbeiten. Ansonsten würde ich machen, dass ich ganz schnell wegkomme. Also ich selber, wenn ich merke, dass so eine eifersüchtige Frau irgendwie in meiner Nähe ist, mit der ich was habe, dann mache ich eigentlich relativ schnell einen Cut und dann tut es mir auch leid, aber es bringt einfach nichts. Also es ist krank. Solche Menschen sind wirklich, haben starke Probleme mit sich selber und die müssen sie erstmal in den Griff bekommen, bevor sie eine vernünftige Beziehung führen können.
Okay, das war's auch schon. Ja, die Tage kommt, glaube ich, nochmal ein Devil News Time, in dem ich so über das ganze Konzept jetzt rede, auch über diese Infield-Videos. Wir das Ganze auch ein bisschen analysieren und mal gucken, hey, was können wir da noch machen, was wollt ihr da noch sehen? Und ja, ansonsten Daumen nach oben, Love, Peace and Rock'n'Roll, bis dann, ciao. Hey, du hast eine Flirtfrage an mich? Okay, geh einfach auf meinen Kanal, hier, zack, dann hier auf diesen Pfeil, dann schreib hier deine Nachricht, schick sie ab. Ja, mit etwas Glück ist deine Flirtfrage das Thema meiner nächsten Sendung und natürlich wird alles anonym behandelt und niemand wird erfahren, dass diese Nachricht von dir kommt. Okay, viel Spaß bis dahin. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.